Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine Zuschauerin hat uns geschrieben, und zwar folgendes. Liebe Isolde, lieber Daniel, liebes Team vom Missionswerk, ich möchte euch am Ende des Jahres Danke sagen für alle Ermutigungen durch Hoffnung um 12. Es ist so wichtig und wertvoll zu hören, was Gott tut. Es fasziniert mich immer wieder, dass ihr Danke sagt und im Glauben die Lösung schon annimmt. Danke für alle Online-Gottesdienste. Besonders wichtig ist es mir, mit euch Abendmahl zu feiern. Bei uns gibt es zurzeit keine Gottesdienste. Danke für die Übertragungen der Gebetsnächte und alle anderen Konferenzen. Ich bin mir schon bewusst, dass ich durch eure Arbeit im Glauben gewachsen bin. Seid gesegnet. Und das freut uns sehr, wenn Menschen im Glauben wachsen. Und das liegt uns auch sehr am Herzen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute das Thema, an was erkennt man einen Christ? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. An was erkennt man einen Christ? Manche meinen, wenn er eine schöne, dicke Bibel unter dem Arm hat. Manche meinen, wenn sie irgendwie auffällig beten, wenn sie irgendwo so fromm aussehen, was die Welt auch so als fromm bezeichnet, oder wenn sie in die Kirche gehen. Aber das ist nicht die Definition eines Christen. In Johannes 13,35 lesen wir, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe, die wir haben untereinander, an der Liebe, die wir ausstrahlen, an der Liebe, die wir weitergeben, da erkennt man uns als Christ. Und das ist auch unsere Aufgabe, nicht nur die Menschen zu lieben, die wir eh lieben, sondern gerade die lieben, die schwierig zu lieben sind. Da müssen wir oft üben und da laufen wir auch manchmal auf Grund, weil wir es nicht immer schaffen, aber wir dürfen immer dranbleiben, diese Menschen zu lieben, denn das macht den Unterschied. Die Liebe Gottes ist so groß und die ganze Botschaft der Bibel für uns ist Liebe, ist nicht irgendwo Zucht und alles Mögliche, sondern in erster Linie hat Jesus Liebe für uns. Und die Liebe tut gut, die Liebe bringt uns weiter, die Liebe schenkt auch die Lösungen, die wir brauchen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass ein jeder, der hier zuschaut und Christ ist, Herr, wirklich sich Gedanken macht über die Liebe. Denn wir erkennen uns gegenseitig an der Liebe oder man erkennt uns als Christ an der Liebe. Und lass uns wirklich auch dieses Bibelwort erfüllen. Lass uns daran arbeiten, dass wir wirklich lieben, weil du geliebt hast. Nicht, weil es der andere verdient hat, sondern weil du uns liebst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau hat uns geschrieben und bittet um Gebet für ihre Nachbarn. Ich danke für eure Gebete und bitte um ein Gebet für unsere Nachbarn. Er hat seit dieser Woche Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen. Er ist zurzeit im Krankenhaus, aber die Ärzte haben nach der Untersuchung nichts festgestellt. Bitte betet mit uns für ihn und auch für die Ärzte. Bei Gott ist alles möglich. Ja, und das stimmt. Und deshalb wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Nachbarn kennst, der da mit Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen im Krankenhaus liegt. Und ich danke dir, dass du die Ursache kennst. Und ich danke dir auch, dass du eingreifst und dass dieser Schwindel aufhört, dass diese Gleichgewichtsorgane wieder in die göttliche Schöpfungsordnung zurückkehren und dass sie wieder ganz normal funktionieren. Danke, Jesus, dass dieser Schwindel aufhört und dass er wieder wunderbar seines Weges gehen kann, ohne diese Symptome. Danke, Jesus. Auch die Ärzte segne du. Danke, dass sie wirklich Weisheit haben, das festzustellen, an was es liegt, oder dass sie auch wirklich deine Hand sehen, wo du eingegriffen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebetsunterstützung für meine Mutter. Sie ist demenzkrank und baut von Woche zu Woche rasant ab. Es tut so weh, zuzusehen und nicht helfen zu können.
Zudem kommt noch hinzu, dass unser Vater an Parkinson erkrankt ist und auch viel Unterstützung braucht. Oft kommen wir an unsere Grenzen und finden erst im Gebet wieder Kraft und Ruhe. Danke auch für Ihre Gebetsunterstützung. Ja, und das ist wirklich aufreibend, wenn man in so einer Situation steckt. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Mutter kennst mit ihrer Demenz, und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass diese Demenz keine Wirkung mehr hat, sondern dass sie wirklich gesund wird und dass das Gehirn wieder normal funktioniert. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst. Und ich danke dir auch für den Vater mit der Parkinson, dass du auch den Parkinson mit ans Kreuz genommen hast und dass er besiegt ist im Namen Jesu. Und ich danke dir für vollkommene Gesundheit für dieses Ehepaar. Und ich danke dir, dass du mächtig eingreifst und mächtig wirkst. Und ich danke dir auch für die Tochter oder Sohn, der da geschrieben hat, dass du sie auch stärkst und dass du ihnen Mut gibst und Kraft gibst, auch dran zu bleiben und wirklich daran festzuhalten, dass Jesus eingreift. Danke, Jesus, du bist der Herr und du schenkst ihnen neue Kraft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schick uns weiter dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Tochter schreibt für ihre Mutter: Liebes Missionswerkteam, ich wende mich mit der Bitte an euch, für meine an Krebs erkrankte Mama zu beten. Ich höre nicht auf, an ein Wunder zu glauben und bete jeden Tag. Ich bin Einzelkind und meine Mama ist für mich der allerwichtigste Mensch. Ich glaube sehr stark an die Kraft der Gebete. Bitte betet für sie. Auf eurer Seite habe ich so viele ermutigende Geschichten durchgelesen und schöpfe immer wieder Kraft. Ich danke euch von Herzen im Voraus. Ja, das ist schön, wenn man schon von Dingen und Gebetserhörungen lesen darf. Deshalb stellen wir das auch auf unsere Internetseite, weil das, was schon mal geschehen ist, das kann Gott wieder tun und das wird er wieder tun. Und wir wollen jetzt auch für diese Mama beten. Danke, Herr, für diese Mutter, die krebskrank ist. Ich danke dir, Herr, dass du stärker bist als der Krebs, dass du stärker bist in alles, was zerstören möchte. Und Herr, in deinem Namen Jesu, Herr, werfen wir diesen Krebs hinaus. Herr, ich danke dir, dass du der starke Herr bist, dass dein Blut, Herr, für jegliche Art von Krankheit auch du für uns vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Und danke, Herr, dass du der Heiler bist. Herr, danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen. Wir wären dankbar, wenn sie für unsere Nichte beten würden. Sie ist 28 Jahre alt. Sie leidet seit einiger Zeit unter Panikattacken, verbunden mit Atmungsproblemen und Platzangst. Herzlichen Dank im Voraus für eure Gebete, die wir sehr zu schätzen wissen. Ja, Herr, danke, dass du auch diese Nichte kennst. Auch diese Panikattacken, und Herr, ich danke dir dafür, Atmungsprobleme, und ich danke dir dafür, Herr, dass du ihr Freiheit schenkst, dass du wunderbar, Herr, auch der Befreiende bist, der alles einengt, wo sich alles verkrampft in ihrem Leben und auch in ihrem Körper. Und ich danke dir dafür, Herr, dass ihr ganzes Leben sich entkrampft, dass sie sich wirklich, dass sie den Mut hat, in deine liebende Arme sich fallen zu lassen und geborgen sich fühlen zu lassen. Danke, Herr, dass auch alle negativen Erlebnisse, die diese Frau hat, Herr, dass sie besiegt sind, dass sie verschwinden aus ihrem Wirkungskreis, aus ihrer Autorität, dass sie wirklich nur noch irgendwo eine Erinnerung sind, aber keine Kraft mehr ausüben. Und ich danke dir dafür, für Freiheit für diese Frau, in deinem Namen Jesu. Amen. Amen. Und viele Menschen erleben Gottes Wirken und schreiben uns. Und über WhatsApp hat uns jemand diese Gebetserhörung mitgeteilt. Vielen Dank für euer Gebet. Die Schwiegermutter meiner Schwester hat kurz vor ihrem Tod ihr Leben noch Jesus gegeben und ist nun bei unserem Herrn. Wie schön, wenn wir doch Gewissheit haben, dass unsere Lieben bei Jesus sind. Und Folgendes
haben wir erhalten an Gebetserhörung. Hallo ihr Lieben, nun ist es endlich soweit. Das Kapitel Nachlasssache ist Gott sei Dank beendet. Herzlichen Dank für eure große Gebetsunterstützung. Ich weiß es sehr zu schätzen, euch als meine Geschwister an meiner Seite zu haben, die mir gut tun und für mich da sind, wenn ich sie brauche. Eine herzliche Umarmung zum Abschluss nun aus der Ferne und nochmal vielen Dank für alles. Ja, und ein Mann schreibt uns aus Bayern, was er erlebt hat. Herzlichen Dank für eure Gebete. In der Nacht vom 21. auf 22. Oktober kam es bei mir zu starken Blutungen aus der Harnröhre. Gott erhört unser Flehen. Nach circa 2 Stunden kam die Blutung zum Stehen und hat seit dieser Zeit nicht mehr geblutet. Ich war dann beim Urologen zur Kontrolle. Nach einer gründlichen Untersuchung braucht es keine Behandlung. Lob und Dank, Gott ist gut und hat die Gebete erhört. Das ist wunderbar, Gott erhört Gebet. Und hier geht es um eine Grundstücksklärung aus Ostdeutschland. Vor einiger Zeit bat ich um Fürbitte, da ich zu Hause eine kaum noch zu ertragende Situation mit unserem Hinterlegergrundstück hatte. Ich entschied mich, in mein Elternhaus zu ziehen. Meine Mutter wohnt allein auf dem Bauernhof, benötigt Pflegehilfe, möchte aber nicht, dass sich etwas ändert. Außerdem gibt es noch mit den Nachbarn Grundstücksklärungen zum Hof, die meine Mutter auch nicht klären will. Jetzt tat sich eine Wende auf. Genau die Nachbarn kamen und möchten die Grundstücksklärung. Zum ersten Mal konnte ich mit meiner Mutter über vieles auf dem Grundstück reden und ihr sagen, wie gerne ich in mein Elternhaus zurückkomme. Sie gestattete auch schon einiges einzulagern. Danke für die Fürbitte. Wir sind uns sicher, dass Gott das Gebet erhört hat und die Nachbarn auf den Weg schickte. Wie wunderbar, wie Gott doch Situationen ändert und auch Herzen lenkt. Ja, hast auch du etwas erlebt? Eine Gebetserhörung oder ein Wunder von Gott, dann lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute der Tipp des Tages zu dem Thema, wie erkenne ich einen Christ? Ich sag dir, lass dir wirklich schenken oder wie soll ich sagen, lass dir zeigen, welchen Christen du nicht lieben kannst. Es gibt bestimmt welche und dir fallen vielleicht sofort ein. Ich sag dir, bring diese ins Gebet vor Gott und du kannst lernen, sie zu lieben. Du kannst uns weiter dein Anliegen schicken, wenn du möchtest. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, am kommenden Sonntag sind wir wieder ab 10 Uhr online auf YouTube und auch im Livestream und da bist du recht herzlich eingeladen. Wenn du noch nicht unsere Ermutigung der Woche bekommst, dann geh auf unsere Webseite. Scrolle ganz runter, unten kann man anklicken, wenn man diese Ermutigung der Woche gerne haben möchte. Dann bekommst du sie schon am Montag per E-Mail kostenlos zugeschickt. Schön, dass du uns zugeschaut hast und wir verabschieden uns heute von dir und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.